Sagen wir, das sind zwei Menschen, die sich lieben. Wenn die eine Person an einen bestimmten Gedanken denkt, denkt auch die andere Person an denselben Gedanken. Eine gewisse Bindekraft kann innerhalb des Lebens leicht vorkommen. Es gibt also Synchronizität innerhalb des Lebens, andernfalls würde kein Leben existieren. Meine Frage ist folgende. In meinem Freundeskreis erleben viele von uns etwas, das wir als, du weißt schon, Synchronitäten oder Wink Gottes benannt haben. Oder weil ich weiß, dass es keine zu... Ich glaube nicht an Zufall. Ich glaube an Bestätigung. Aber viele von uns sehen etwas wie sich wiederholende Zahlen. 222, 1111, 333, 444, 1010, 1212. Du weißt schon, bei vielen, das bin nicht nur ich, sondern eine ganze Gemeinschaft von Leuten, die ich kenne, sind sich über dieses Geheimnis oder Phänomen unter uns sehr bewusst. Und es ist mehr als nur die Zahlen. Du weißt schon, es sind gewisse Beobachtungen und Besuche oder, weißt du, es ist einfach irgendwie magisch. Es ist eine magische Zeit. Aber was würdest du sagen, worauf würdest du diese Erfahrungen zurückführen? Denn ich kenne so viele Menschen, die diese Erfahrungen gerade haben. Schau, Zahlen und Zahlensysteme sind von Menschen erfunden worden, richtig? Wir haben uns die Zahlen ausgedacht. Weil wir 10 Finger haben, haben wir 10 zu einer wichtigen Zahl gemacht. Und weißt du, die Null kam aus Indien, wusstest du das? Die Null wurde in Indien erfunden und das Zahlensystem hat sich daraus entwickelt. In Indien sehen wir, dass die Null die einzig wahre Zahl ist, weil das immer existiert. Den Rest haben wir uns ausgedacht. 1, 2, 3, 4, erdacht von uns. Die Null war schon immer da. Es ist die natürliche Existenz. Es gibt eine Null. Es gibt viele, viele Dinge, die Null sind, aber 1, 2, 3, 4 haben wir erdacht. Wie weit können wir zählen? Es kommt darauf an, weißt du? Ein Kind wird denken, dass 10 so etwas wie eine große Zahl ist, in einem kindlichen Verstand. Nun, jetzt kannst du von Millionen oder Milliarden sprechen. Heutzutage spricht jeder von einer Zillion. Ich glaube nicht, dass viele Menschen verstehen, was eine Zillion ist, aber die Leute benutzen es weiterhin. Also zu der Koinzidenz von Zahlen. Ein Aspekt, ich werde es einfach auf zwei verschiedene Arten behandeln. Ein Aspekt ist, dass es nur 9 Ziffern gibt, sodass Wiederholungen sehr naheliegend sind. Denn es gibt, wie du weißt, 7 Milliarden Menschen und es gibt nur 9 Ziffern. Wie oft werden sie sich wiederholen? Naturgemäß werden sie sich viele, viele Male wiederholen. Aber gleichzeitig, wenn zwei Menschen sich nahestehen, sagen wir, das sind zwei Menschen, die sich lieben. Nun kann es so sein, dass in einem gegebenen Moment, wenn eine Person an einen bestimmten Gedanken denkt, die andere Person ebenfalls an denselben Gedanken denkt. Wenn eine Person eine Zahl auswählt, die 3 ist, wählt die andere Person auch die Zahl 3 aus. Denn eine gewisse Bindekraft kann innerhalb des Lebens leicht vorkommen. Nicht nur bei Menschen, es kann auch bei anderen Lebewesen passieren, es kann bei Bäumen passieren, es kann bei anderen Tieren passieren. Unter Bäumen und Tieren ebenso, dies ist sehr präsent, viel mehr als beim Menschen. Es ist sehr selten unter den Menschen, weil es so viel intellektuelles Denken im Menschen gibt. In den anderen Tieren gibt es nicht so viele Gedanken, deshalb ist ihre Synchronizität viel besser als die des Menschen. Weil sie das Leben chemisch erfahren oder über den Geruch, aus diesem Grund gibt es eine viel zusammenhängendere Synchronizität unter den anderen Lebewesen. Zum Beispiel, wenn eine Gruppe wilder Elefanten kommt und anfängt, an einer bestimmten Baumart zu grasen, lassen innerhalb von 20 Minuten alle anderen Bäume in dieser Region, die zu dieser Art gehören, ihre Blätter bitter und leicht giftig werden. Weil sie kommuniziert haben, wir werden aufgefressen, tut etwas. Sie werden alle bitter werden. Die Elefanten wissen darüber Bescheid. Weil also die Elefanten darüber Bescheid wissen, werden sie nur kurz an einem Ort grasen und sich danach nicht einmal die Mühe machen, am nächsten Baum und am nächsten Baum zu grasen. Denn sie wissen, dass diese bitter geworden sind. Und sie werden weit weggehen und wieder anfangen zu fressen.
Selbst unter Bäumen gibt es also eine solche Synchronizität. Wenn Menschen untereinander ins Schwarze treffen, gut für sie. Aber gib dem nicht zu viel Bedeutung, denn danach wirst du anfangen, dir alle möglichen Sachen einzubilden, die unnötig sind. Aber gibt es Synchronizität innerhalb des Lebens? Natürlich. Ansonsten würden so viele Dinge nicht geschehen. Es gibt viele Studien, die dies deutlich zeigen, und in der yogischen Systematik nennen wir das Samskriti. Was Samskriti bedeutet, ist, dass es etwas gibt, das man als, du weißt schon, atmosphäreninduziertes Lernen bezeichnet. Es wird dir nicht wirklich etwas beigebracht. Nur weil eine bestimmte Familie bestimmte Fähigkeiten hat, sind auch die Kinder, die in diese Familie hineingeboren wurden, fast so, als ob sie mit diesen Fähigkeiten geboren wären. Sie haben sich einfach angeglichen. Es liegt einfach irgendwo in der Luft, die Fähigkeit. Sie nehmen es einfach auf. Sie haben Studien mit verschiedenen Menschen und Tieren, Mäusen gemacht. Sie haben festgestellt, dass das möglich ist, dass Lernen einfach durch Kontakt passieren kann. Es gibt also Synchronizität innerhalb des Lebens, andernfalls würde kein Leben existieren. Aber es sollte nicht übertrieben werden in unseren Köpfen, das ist alles.